herzlich willkommen beim MGP Race of Champions 2021. Ich habe die große Ehre, dass ich an den Rennen teilnehmen darf. Ist eine wahnsinnig aufregende Geschichte. Die Gegner sind allererste Sahne, da sind Subaru-Werksfahrer aus Amerika da, da sind wirklich internationale Stars da und die Autos sind auch Wahnsinn. Die Dinger haben 530 PS, 750 Newtonmeter, beschleunigen um 2 Sekunden von 0 auf 100. Also ich mache 25 Jahre Motorsport, aber sowas Brutales bin ich auch noch nie gefahren. Es ist schwierig, dass man das einmal überhaupt da meinst, dass man mit dem Auto fährt und nicht umgekehrt. Und die zweite Herausforderung ist, dass man halt schneller als der Gegner fährt. Wir fahren im Bewerb 16-Finale abwärts und wenn man einmal nicht liefert, ist man draußen. Und das will ich natürlich vermeiden und so weit wie möglich kommen. So ein Auto zu testen können, zum Fahren können, überhaupt einmal rein Auto auf höchstem Niveau, ist sicher mal wie die Chance, dass man die Chance gekriegt hat, aber war mir sofort klar, die möchte nutzen, um es zu testen. Im ersten Heat einen starken Gegner gehabt, leider im ersten Lauf einen Dreher, aber dann Gott sei Dank die nächsten beiden Laufe als Sieg ins Ziel gebracht und Gott sei Dank aufgestiegen. Ja, das ist mein Arbeitsplatz an diesem Wochenende. Zur Info, das ist ein reinrassiger Prototyp, es hat ein sequenzielles Getriebe, hydraulische Handbremsen, da kann ich meine Bremskraft verstellen. Dann am Lenkrad habe ich alle wichtigen Tasten, zum Beispiel für die Startautomatik, die den perfekten Start realisieren soll. Oder hier kann ich das ALS justieren. Das ist ein System, was den Turbolader immer auf Umdrehungen hält, dass halt sofort nach dem Lastwechsel, auch wenn ich nur 3000 Touren drauf habe, das volle Drehmoment anliegt. Es ist am Anfang ziemlich viel. Man ist wirklich als Amateur gescheit überfordert. Und in Wirklichkeit kämpft man nur, dass man auf der Strecke bleibt, weil das Ding so brutal beschleunigt. Vierter ist ja schwer in Ordnung, ist ja okay. Am Schluss hat er ein bisschen zu viel gewollt und leider schief gegangen, aber ja, das gehört dazu zum Reinfahren.
Wir waren so knapp dran. Ich hätte aber eigentlich nur nachfahren müssen. Es ist irgendwie der einzige Fehler vom Wochenende genau im Finale passiert. Aber es ist nicht zum Schauen, dass ich gegen den Herrn verloren habe. Der ist vom Beruf her Rennfahrer, fährt in Deutschland die GT4-Serie. Also absoluter Profi. Und von dem her ist es nicht gar so schlimm. Aber wir waren so knapp dran. Aber natürlich haben wir zig andere vorher geschlagen und besiegt. Und ich schätze mal, morgen komme ich drauf, dass das nicht so schlecht war.